Hallo liebe Vego-Freunde, willkommen bei HW Bricks. Ich bin der Holger. Heute das 35. Lego Ideas Set 21327, die Schreibmaschine. Seit 16. Juni 2021 für Lego VIPs schon erhältlich. Alle anderen 1. Juli 2021 im Lego Store und Online-Shop. Ob das Set in den freien Handel kommt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mit einem gewissen Abstand von ein paar Monaten sicher kommen wird. 2079 Teile, 200 Euro. Sicherlich kein Schnäppchen. Wenn wir das zum Beispiel mit dem Lego Baumhaus vergleichen, haben wir 1000 Teile mehr für den gleichen Preis. Die Schmiede hat 2300 irgendwas Teile gehabt, hat 150 Euro gekostet. Aber wir haben hier 31 Drucke für die Tasten, die mehr oder weniger extra für dieses Set angefertigt worden sind. Das wird sicher zu Buche schlagen im Preis, da bin ich mir ganz sicher. Auch die Farbe in diesem Grün ist jetzt nicht so alltäglich. Gut, da kann der eine oder andere sagen, die Farbe gefällt mir nicht. Das ist Geschmackssache. Also Preis ist definitiv am oberen Ende angesiedelt. Finde ich aber trotzdem immer noch im Rahmen dessen, was geht. 2000 Teile, 200 Euro, sind wir bei 10 Cent. Das war über, ja man kann fast sagen, Jahrzehnte weg der Maßstab. Bei Technik hat sich das natürlich immer ein bisschen anders verschoben. Bei Creator mit sehr vielen kleinen Teilen auch. Aber im Großen und Ganzen hat man immer gesagt, ein Teil 10 Cent. Okay, lassen wir das. Der ursprüngliche Fanentwurf war von Steve Guinness, eingereicht bei Lego Ideas am 5. März 2018, also 3 Jahre her, hat dann im Oktober 2019 die 10.000 Supporter überschritten. Also es hat sogar relativ lange gedauert mit 1,5 Jahren. Da gibt es also Ideas-Entwürfe, die da weit schneller drüber schießen. Aber das sagt ja auch nichts über die Qualität aus. Wenn irgendein Set gerade den Nerv der Zeit trifft, dann schießt das da schnell drüber. Und das heißt aber noch lange nicht, dass dann daraus ein Set wird. Und gefühlt momentan bei Ideas, das wird sie sicherlich auch mitverfolgt haben, erreicht ja jedes zweite Set diese 10.000 Stimmen. Also ich glaube, da ist mal eine Renaissance vonnöten, dass sie das irgendwie die Kriterien anziehen, dass also 10.000 Stimmen vielleicht nicht mehr reichen, dass sie vielleicht 20.000 oder 50.000 haben müssen, was weiß ich. Da werden sie sich, glaube ich, was einfallen lassen müssen, sonst wird das schwierig. Aber das ist jetzt nicht Thema dieses Video. Wir wollen uns dieses Set anschauen. Also, Steve Guinness ist der ursprüngliche Fan-Designer. Sie ist auch ein Bild vom Fan-Entwurf in der Anleitung, zeige ich euch gleich. Der Fan-Entwurf hat allerdings über 800 Teile weniger. 1254 hat da Steve Guinness selber geschrieben auf der Ideas-Seite. Hier haben wir 2079. Also weit mehr Teile. Wobei die Größe, wenn wir nachher, wie gesagt, auf dem Bild sehen, gar nicht so viel unterschiedlich ist. Also hier sind viel, viel mehr Teile auf dem gleichen Raum verbaut. So, ich schiebe die mal kurz auf die Seite. Schauen wir uns mal die Box an, die ich hier noch auf dem Tisch stehen habe. Wieder 18 Plus Set, finde ich auch in Ordnung. Ich glaube, Kinder werden mit sowas relativ wenig anfangen können. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt dann 6, 7, 8 Jahre sind. Ich glaube, die wissen nicht einmal mehr, was eine Schreibmaschine ist. Hat sich ja komplett mehr oder weniger aus unserem Umfeld verabschiedet. Wer hat heute noch eine Schreibmaschine? Also ich kenne keinen. Wenn dann aus Nostalgiegründen oder sonst was, weil heute wird alles mit Laptop, Computer und Drucker gemacht. Fertig. Rückseite ist jetzt nicht viel zum Sehen. Was interessant wieder mal war, noch lange nicht gang und gäbe, die Anleitung nicht in Plastik verpackt, sondern in dieser Papierverpackung. Ich denke, dass das in Zukunft der Standard wird werden. Wird allerdings, denke ich, noch wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis alle Sets so verpackt sind. Dann haben wir hier die Anleitung und da ist noch ein Block dabei. Kommen wir gleich zu. Schauen wir uns mal die Anleitung an. Wie immer am Anfang Informationen über die Schreibmaschine. Das war ja mal eine Revolution. Und da ist halt eben dieser Fan-Designer, der Steve Guinness. Und da ist der letztendliche bei Ideas eingereichte Fan-Entwurf. Und da ist jetzt das Lego-Set. Und na, stimmt gar nicht. Das ist auch noch ein Entwurf von ihm. Aber das ist das, was bei Ideas drin war.
Und größenmäßig dürfte das in etwa ziemlich gleich sein. Und dann geht's los mit dem Bauen. Wir haben 11 nummerierte Bauabschnitte. Also das heißt knapp 200 Teile ungefähr pro Bauabschnitt. In den ersten vier, seht ihr, wird mehr oder weniger die Tastatur gebaut. Wir fangen bei Bauschritt 1 an. Da werden die Hebel der Tasten gebaut. Deswegen 3x9 Stück. Immer das gleiche. Schön farblich leicht erkennbar. Ihr seht das vielleicht. Ich werde mal die Anleitung ein bisschen näher zur Kamera halten. Jetzt hoffen wir nur, dass wir schnell einen Fokus kriegen. Orange, gelb, rot. Alles irgendwie farblich markiert, damit man die Tasten dann nachher leichter findet. Ich finde das gut. Da kann man sich dann also weniger vertun. Und Bauabschnitt 2 werden die dann nachher eingebaut. Und zwar geht das auf 4 32er Technikachsen, auch in diesem Grünton. Und ihr seht, das wird aufrecht hingestellt und dann wird mit Abstandshaltern und so weiter, also hauptsächlich Technikteilen, wird dann diese Tastatur zusammengebaut. Das zieht sich über mehrere Seiten hinweg. Und da sind wir dann letztendlich fertig. Und bei Bauschritt 3 kommen dann die ganzen Tasten drauf. 32 Stück, 31 verschiedene, weil Shift Key haben wir auf beiden Seiten. Sehe ich gerade, dass ich eine Taste falsch angebracht habe. Verzeiht mir das, das ist, glaube ich, nicht so dramatisch schlimm. Ja, und dann geht's weiter. Wir haben also insgesamt die Rückseite der Anleitung mitgezählt, 260 Seiten, weil die erste, der Frontdeckel wird ja auch immer mitgezählt als Seite 1. 3 Seiten Teileliste. Ihr seht schon, es geht doch mitunter wieder ein bisschen bunt zu. Wir haben Rot, wir haben Tann, wir haben Blau, wir haben Gelb. Aber wie gesagt, ich finde das der Einfachheit des Bauens geschuldet eigentlich gut. Fokus, hallo? Kriegen wir wieder Fokus? Jawohl. Und dann haben wir diesen Block. Da ist quasi immer der gleiche Text in 43 verschiedenen Sprachen. Ich habe mir dann da einen englischen Zettel rausgeholt und den kann man dann in die Schreibmaschine einspannen. Ich habe den jetzt hier schon drin. Und ihr seht, ich kann da drehen und den Zettel auf die gewünschte Position schieben. Funktionierend wird das hier mit zwei Gummirädern, Gummireifen vom Auto. Das sind die gleichen Reifen, die wir oft bei kleineren Creator-Modellen und so haben und auch bei Technik kommt diese Reifengröße öfters vor. Und damit soll der Zettel eigentlich relativ gut weitertransportiert werden. Hakt hier und da, ist alles nicht so dramatisch. Dann haben wir hier dieses Stoffteil, der das Farbband wiedergibt. Und da haben wir auch noch eine Farbeinstellung, die allerdings funktionslos ist. Also da kann ich nur bewegen zwischen Rot und Schwarz. Da ist keine Funktion hintergesteuert. Muss auch nicht sein. Und da kann ich den Schlitten. Hoch jetzt einmal auf das Geräusch. Das hört sich schon sehr realistisch an, finde ich. Und dann können wir jetzt schreiben. Und das Anschlagsgeräusch finde ich der Hammer. Das hört sich so realistisch an. Das finde ich mega klasse. Natürlich schreibt die nicht wirklich, weil das ist wie gesagt nur ein normales Stoffteil, kein Farbband. Und da ist ja auch kein Buchstabe drauf. Und es bewegt sich auch egal, welche Taste ich anschlage, immer nur der in der Mitte. Die anderen sind nur optische Zierde. Das hätten sie auch, glaube ich, nicht anders umsetzen können. Wie hätte man 26 bzw. 28 Tasten, wie hätten die das da reinbauen sollen? Ich glaube, dann hätte die doppelt oder dreimal so groß sein müssen. Das hätte nicht funktioniert. Muss auch nicht sein. Das, was jetzt da geboten wird, finde ich schon klasse. So, dann, wenn der Schlitten am Ende angekommen ist, dann bewegt sich halt nicht mehr weiter und dann kann ich sie wieder zurückschieben. Also der Bewegungsradius bewegt sich jetzt nicht über die ganze Zettelbreite, aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Die Funktion ist auf jeden Fall da.
Diesen Hebel hier, daran kann ich das theoretisch natürlich auch schieben. Der hängt allerdings nur mehr oder weniger an einem Befestigungspunkt. Und wenn ich den falsch angreife, dann habe ich den logischerweise in der Hand. Muss also besser da hinten schieben, das ist besser. Drehen finde ich auch ganz lustig hier. Da haben wir dieses Kuckucksnest, was bei den Piratenschiffen immer verwendet worden ist. Oder als Waschbottich auch bei mehreren Sets. Das ist unser Drehrad hier. Finde ich ganz interessant. Das hier oben, die Aufrollteile fürs Farbband, das ist gebaut. Das sind also keine großen Teile. Diese Teile hier vorne, die sind jetzt quasi das zweite Mal in Verwendung. Wir kennen die bereits in Weiß vom Porsche. Hier sind sie jetzt in diesem Grünton. Also das ist quasi, ja, weil es im Porsche schon drin vorgekommen ist, kein neues Teil mehr, aber in der Farbe jetzt ist es neu. Ja, da habe ich gesagt Shift Lock und Shift Key. Die zwei habe ich falsch rum hingemacht. Shift Key gehört nochmal nach unten und Shift Lock nach oben. Egal. Das Ganze von unten verbaut, bis auf diesen einen Streifen da in der Mitte und vorne bei den Tastaturen, bei den Tasten. Die einzige Taste, die keine Funktion hat, also die nicht klappt, die nur angedeutet ist, ist die Leertaste. Und natürlich die Shift-Lock und Shift-Key-Taste. Die kann ich zwar drücken, aber da passiert ja auch nichts. Dass die ganzen Tasten so beweglich sind, da sind diese 1x2 Technik-Bricks aus Gummi verwendet. Ja, gibt es zu dieser Schreibmaschine sonst noch groß was zu sagen? Außer, dass ich sie super klasse finde. Es ist echt ein gelungenes Set, macht Spaß zum Bauen. Ich war sehr neugierig, wie dieser ganze Mechanismus funktioniert. Den kann ich euch leider nicht zeigen, weil der ist komplett da drin verbaut. Aber es ist echt genial, wie sie das umgesetzt haben. Und ihr habt jetzt gesehen, es funktioniert tatsächlich tadellos. Und die Sounds, die das Ding dabei abgibt, grandios. Erinnert tatsächlich an eine richtige Schreibmaschine. Also alles in allem ein super tolles Set, wie ich finde. Wenn auch der Preis vielleicht grenzwertig ist. Aber das ist bei Lego ja meistens der Fall. Entweder man ist bereit, den Preis auszugeben oder eben nicht. Diskutieren und streiten braucht man da nicht drüber. Entweder man sagt, ja, kaufe ich zu dem Preis oder kaufe ich nicht zu dem Preis. Punkt. Aus. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich euch jetzt dazu nicht erzählen und zeigen. Ihr habt meine Meinung zu dem Set gehört. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Minuten gehabt mit mir. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr ein Like, wenn ihr noch nicht Abonnent seid, ein Abo da lasst und ein Kommentar. Was haltet ihr davon? Werdet ihr euch so holen? Habt ihr euch so vielleicht geholt? Habt ihr es schon gebaut? Wie war euer Erlebnis? Schreibt es mir das in die Kommentare. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Holger. Ciao.